Ein Thema, bei dem viele Bläserinnen und Bläser aus unseren Posaunenchören noch Entwicklungspotenzial haben, ist eine gute Sprachlichkeit. Ich meine damit eine gute Tonansprache. Viele sprechen davon, dass wir Töne anstoßen. Ich finde das Wort ein bisschen zu archaisch und würde deshalb lieber Sprache oder Ansprache nehmen. Was meine ich damit? Wir artikulieren beim Sprechen über den Luftstrom völlig selbstverständlich in ganz differenzierter Weise. Fürs Blech nutzen wir im Prinzip nur das T oder das D und ganz selten nur verwandte Laute wie R und L, die brauchen wir nicht. Also, und diese Sprache ist mit der Luft sowieso koordiniert und beim Blech ist das manchmal nicht. Entscheidend ist, wenn wir geübt haben, wie ein Ton produziert wird, wie wir unsere Lippen halten, dass wir ihn dann genau auf den Punkt spielen. Damit der Ton dann wirklich eröffnet wird, ohne irgendein Nebengeräusch. Die Grundbewegung ist die des gesprochenen T, ich weiß, das kennt ihr alle. Die Zunge geht ganz schnell rauf und runter und eröffnet den Raum, dass die Luft fließen kann. Manchmal, wenn es euch nicht gelingt, hilft es, Tasse T, Tasse T, Tasse T, so etwas zu spielen. Ihr könnt eine kleine Übung zusammen machen. Ich spiele ein wenig und ihr habt die Chance, im F-Dur-Bereich mal nach unten zu gehen. Bleibt offen, bleibt frei, bleibt locker. Das hat mit der Lippe ganz wenig zu tun. Das ist eine Frage der Sprache. Okay. Wem das zu schnell war, der möge einfach einfachere Dinge machen. Wichtig ist, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, der Ton wird eröffnet. Das nächste habe ich hier einmal kurz vorbereitet. Das hier wäre sozusagen unsere Ansprache, der Moment, an dem ich den Ton eröffne. Und hier habe ich unterschiedliche Tonlängen. Das machen wir uns oft nicht klar. Viele sprechen dann intensiv an, aber es klingt nicht. In diesem Choral habe ich die Luft fast ganz durchklingen lassen. Und hier nur unauffällig gesprochen. Das brauchen wir manchmal. Das lohnt sich zu üben, das lohnt sich zu üben auch bei neuen geistlichen Liedern. Ein Atemstrom und aber harte Sprache. An vielen anderen Stellen brauchen wir einen eingekürzten Ton. Und es lohnt sich, dass wir das miteinander üben. Eine kleine Übung möchte ich noch vorstellen, um grundsätzlich so eine Tonansprache sich zu erarbeiten. Es gibt dazu auch ein Arbeitsblatt.
Damit schulen wir präzises Spiel und für gutes Hören geht es dann ganz schnell in andere Tonarten, aber nach der gleichen Manier. Versucht es einmal. Wenige Tage üben und ihr werdet das schon merken.